Makarasana ist die Bezeichnung von vielen Asanas, wo der Rumpf gerade ist und parallel zum Boden. Makara heißt Krokodil, Delfin ist auch der mystische Krokodilfisch. Elena zeigt ein paar Variationen. Zunächst ist Makarasana wie eine Liegestützstellung, wie die Ardha Chaturanga Dandasana. Von dem Stütz aus gibst du die Ellbogen nach außen oder nach innen und so ist der Körper parallel zum Boden. Das ist vielleicht die anstrengendste Makarasana. Von hier ausgehend kannst du jetzt Oberschenkel, Bauch, Brust auf den Boden geben und hier den Kopf nach vorne schieben und den Kopf ganz leicht heben. Und diese Stellung ist Ardha Bhujangasana, wird aber auch manchmal als Makarasana bezeichnet, ist wie der Delfin, der den Kopf aus dem Fluss oder aus dem Meer herausgibt. Eine nächste Stellung, die als Makarasana oder auch Delfin bezeichnet werden kann, ist die Vorübung zum Kopfstand. Dazu kannst du zunächst zur Stellung des Kindes kommen und von der Stellung des Kindes ausgehen, faltest du die Hände um die Ellbogen und gibst die Ellbogen auf den Boden, faltest die Hände, streckst die Beine aus und dann gehst du beim Ausatmen nach vorne, Kopf vor die Hände und beim Einatmen wieder hoch. Das machst du einige Male und da so ein bisschen wie der Delfin, der im Wasser etwas spielt. Am bekanntesten, gerade bei Yoga Vidya, ist aber Makarasana, eine Gruppe von Asanas, die auf dem Rücken liegend ausgeführt werden. Du gehst also zuerst zu Shavasana, zur Rückenlage. Und von hier ausgehend gibst du die Fersen zusammen und gibst die Arme neben den Körper bei ausgestreckten Beinen. Beine ausgestreckt, Fersen zusammen. Und jetzt beugst du ein Knie, fasst mit beiden Händen um das Knie und ziehst das Knie zu dir hin. Das ist eine Variation von Makarasana, auch Nakrasana genannt und auch genannt Ekapada Muktasana. Insbesondere auch Pavanamuktasana, also Ekapada Pavanamuktasana. Das Ganze kannst du auch das Knie zur Seite geben, also du kannst vielleicht das Knie, das rechte Knie nach links geben. Das ist dann das gedrehte Krokodil und gib das Knie so weit wie möglich nach unten. Diese Variation von Makarasana ist besonders gut für den unteren Rücken, hilft Spannungen in den Hüftkreuzbeingelenken zu beseitigen, die Lendenwirbelsäule zu drehen, die Brustwirbelsäule zu drehen, vor allem die Lendenmuskeln zu entspannen. Dieses gedrehte Makarasana, Parivritta Makarasana, kannst du auch mit beiden Knien machen. Und Elena wird es gerade zur anderen Seite mit beiden Knien machen. Einfach beide Knie nach links fallen lassen und dann die rechte Hand auf das linke Knie geben. Das sind nur einige Variationen von Makarasana auf unserer Internetseite www.yoga-vidya.de. Gibt es ein Suchfeld, gib dort ein Krokodil und da findest du Dutzende von verschiedenen Krokodilsvariationen. Die wichtigsten mit vielen Tipps gibt's auch in der Yoga-Vidya-App.